So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance, nachdem gerade der erste Part, den ich in dieser Aufnahme hatte, schon ein Erfolg war und mir mit Tainted Samson Guidia super skillig besiegt haben, geht direkt der nächste Charakter in die Runde und das ist Azazel. Ach, mit dem haben wir es schon. Ja, moin. Dann geht direkt der nächste Charakter in die Runde und das ist Lazarus. Lazarus steht zwischen Leben und Tod und hat als Zusatzfähigkeit Flip. Entweder als Q-Taste oder es ist einfach so. Wir werden sehen, was das ist. Los geht's. Okay, er hat Flip als Fähigkeit, die sich auflädt. Aha. So, und zwar mit 6 Räumen, wenn ich das richtig sehe. Ja, 6 Räume. Gut, dann werde ich Flip gleich mal einsetzen, nachdem ich hier aufgeräumt habe. Und wir gucken, was passiert, wenn ich Flip einsetze. Ob man da schon was sieht oder ob man dafür irgendein Item haben muss. Flip. Ah ja. Damage ist hoch. Range ist, glaube ich, hoch. Okay. Ach so, ich kann mich... Ich wechsle zwischen 2 Charakteren sozusagen. Ah, between life and death. Okay. Aber jetzt habe ich nur noch 2 blaue Herzen. Kann ich direkt zurückflippen? Wahrscheinlich muss ich erst aufladen, dass ich zurückflippen kann wieder. Okay. Oh nein! Es gibt 2 Seiten für Items. Seht ihr den Balken da? Es gibt diese Seife, die ich jetzt gesammelt habe, die hat jetzt nur der 2. Charakter. Die hat jetzt nur der 2. Charakter. Der 1. hat die nicht. Okay. Gut, dann kriegst du gleich mal mehr Herzen. Das ist sehr sinnvoll. Oh, dann müssen wir in den Kampf jetzt gehen. Na, ich bin gespannt. Aber er hat recht guten Damage, ne? Also... Hä? Wieso bin ich... wieso bin ich verwandelt? Warum habe ich mich jetzt zurückverwandelt? Wait, what? Oh mein Gott, der wächst. Oh mein Gott. Ach so. Der wechselt normal. Zwischen Räumen. Normalerweise dann. Und hier jetzt halt zwischen Phasen. Oh mein Gott. Das macht den Guidia Mode mit ihm richtig böse. Und jetzt kann ich Flip machen und wechsel zurück, wenn ich das möchte. I see. Ich verstehe. Also ich wechsle normal, wahrscheinlich zwischen Räumen. Und hier sind halt jetzt keine Räume, sondern Phasen. Ich kann es nicht verhindern. Ich kann es nicht verhindern. Und Items, die ich mit dem einen sammle, kann ich nur mit dem... Ah ja, okay. Aber dann ist es ja hier eigentlich sogar sinnvoll... Ich weiß, dass ich ihn jetzt verloren habe, aber wir können es ja trotzdem probieren. Dann ist es hier ja eigentlich sogar sinnvoll. Wollte ich sagen. Immer nur mit ihm Items einzusammeln, das wollte ich sagen. Genau. Wobei, dann ist ja... Ja, dann... eigentlich auch nicht. Weil gerade so ein Bosskampf ist ja dann eine längere Phase, wo der dann hin und her... Scheiße. Oh, ich glaube, Guidia Mode wird mit ihm sehr unangenehm. Oh, ich glaube, Guidia Mode wird mit ihm sehr unangenehm. Ich meine, beim Schlusskampf... Yo. Mit welchem Charakter lande ich im Schlusskampf? Ach so, eigentlich ist es egal. Wenn es aufgeladen ist, kann ich ja flippen. Richtig. Wenn das Ding aufgeladen ist, kann ich ja jederzeit flippen.
Also wenn ich mal mit dem falschen Charakter in der zu langen Phase lande, kann ich den Flip machen. Lasst mich den mal ganz kurz jetzt im normalen Spiel anschauen. Lasst mich den mal ganz kurz in der normalen Runde anschauen. Ob das so ist, wie ich mir das vorstelle. Dass ich sozusagen jetzt den Raum wechsle und dann verwandle ich mich. Ja, okay, jetzt, ja, das war jetzt natürlich kein richtiger Raum. Aber jetzt hier. Nee. Wann flippe ich denn dann? Wenn ich den Raum schaffe, weil das eine Phase ablöst sozusagen, ist es das? Also, dass ich im normalen Spiel nicht zwischen den Räumen flippe, sondern nach einem Raum? Ja, okay, I see. Und jetzt könnte ich zurückflippen. Aber bin jetzt halt sozusagen eher hier. Und müsste jetzt erst wieder den Raum schaffen, um zurückzuflippen. Wenn ich nicht den Flip selbst mache. Ah, okay. Das macht's im Greedier Mode aber natürlich. Oh Gott, das macht's im Greedier Mode. Oh Gott. Ja, und jetzt habe ich mich zurückverwandelt. Na, und wenn ich jetzt praktisch sage, okay, ich möchte mit dem Boss, den Boss besiegen, aber mit dem richtigen Charakter, dass ich diese Spur habe, was auch immer die Spur jetzt natürlich, ne, ist jetzt nicht so sinnvoll. Aber dann könnte ich praktisch sagen, okay. Ach so, ich könnte ja auch erstmal kämpfen. Und wenn ich merke, okay, funktioniert nicht, dann kann ich sagen, ah, nee, ist scheiße, ich bin gleich tot. So, hier, oh, hoppala, ich bin gleich tot. Und dann mache ich Flip. Und kann mit meinem richtigen Charakter kämpfen. Okay. Yo! Ist natürlich jetzt die Frage, ob es noch Zusatzeffekte gibt, die ich jetzt noch nicht kenne. Aber das, ja. Das macht die Geschichte hier extremst problematisch. Weil wir konstant den anderen Charakter haben werden. Ach du Scheiße. Oh lol. Ja, okay. Je nachdem, ich will mal was ausprobieren. Was passiert, wenn er hier stirbt? Er hat die Karte jetzt nicht. Das ist ja auch wieder interessant. Ich kann also auch die Karten, die ich einsetze, kriege ich nur mit dem einen Charakter. So, ich will jetzt mal wissen, was passiert, wenn er stirbt. Perfekt. Vorbei. Also beide dürfen nicht sterben. Na, hier ist das Gleiche. Wenn er stirbt, jetzt ist hier keine Bombe, dann machen wir das so. Wenn er stirbt, ist auch vorbei, ne? Ja. Okay. Beide dürfen nicht sterben. Ah, kritische Momente. Yo! Na, also muss ich... Ach Gott. Gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Können die zumindest zu zweit Münzen einsammeln? Nicht, dass es auch noch zwei verschiedene Münzen-Dinger gibt. Können wir jetzt gleich sehen. Wenn wir jetzt hier loslegen, dann wechseln wir ja direkt, ne? Wenn wir jetzt hier loslegen, wechseln wir direkt. Okay, er bleibt bei einer Münze. Gut. Ich meine, er ist zum Glück recht stark. Der zweite ist recht stark.
wir sollten es schaffen, durch die Phasen gut durchzukommen, mit Glück. Und er hat dann immer den Blitzeffekt zusätzlich. Jetzt wechseln wir wieder. Und das Flip muss ich mir aufheben für Bosse. Das Flip muss ich mir aufheben für Bosse. Wenn ich einen Boss stecke, der nicht funktioniert, mit dem einen Charakter, dann muss ich wechseln. Scheiße. Und wenn ich dann zum Beispiel nur mit dem... Junge. Wenn ich dann zum Beispiel nur mit dem einen Charakter in den Itemraum... Quatsch. In den Angel Room gehen kann, müsste ich ja für den Charakter das Item bekommen. Dann muss ich auch wechseln können. Also ich darf das Flip auch nicht zu sehr ausnutzen. Ich hoffe aber, dass wenn es ein Batterie-Item gibt, dass sich das auch auf das Q-Item auswirkt. Das hoffe ich schon sehr. Und ansonsten muss ich halt in einer gewissen Phase immer erstmal warten und nicht zu weit gehen und nicht zu weit reinlaufen. Und dann hoffen, dass der andere Charakter zurückkommt. So, jetzt kommt er gleich wieder zurück. Da ist er. Also normalerweise verstehe ich vollkommen den Gedanken, dass man beide trainieren sollte. Aber gerade hier, wo ich konstant hin und her wechsle, schwierig. Vor allem, ich kann halt nicht mal... Ich müsste dann im Shop wechseln. Ich müsste dem einen das eine Item kaufen, dem anderen das andere Item. Oh, Greed Mode wird echt interessant mit der Variante hier. So, aber jetzt bleibt nämlich er, weil wir im Schlussmodus sind. Jetzt kommt keine Wechsel mehr. Das ist gut. Das ist sehr gut. So. Wir haben keine Bombe, ne? Ja, Käse. Also, dann gehen wir in den Kampf. Und der bleibt jetzt so, boy. Der bleibt jetzt so lange. Bis die... Oh nein, bis die Zeit abgelaufen ist. Jetzt kommt der andere. Der hat aber nur noch ein blaues... Oh, Junge. Das wäre mein Tod gewesen. Das wäre einfach mein Tod gewesen. Yo! Ja, moin. Da kam einer durch. Oh Gott. So, gönnt ihr mal HP. Nützt mir nur nichts, wenn der andere... Ach, scheiße, echt. Ich müsste jetzt eigentlich dem anderen das blaue Herz geben. Dass er zumindest ein bisschen Chancen hat, ne? Shoot! Und jetzt wechseln wir direkt zurück. Aber jetzt hat der andere ein Herz mehr. Wo ich böse aufpassen muss. So, Wechsel. Das Böse ist auch, normalerweise schießt du ja zwischen den Wellen weiter. Aber wenn der wechselt, schießt er kurz nicht. Das ist ganz gefährlich. Das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Ich frage mich, ob der noch irgendwelche Zusatzeffekte hat oder einfach nur ein bisschen stärker ist. Wechsel. Oh Gott, jetzt wird es hier wieder schneller. Ah, kritisch, 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 kritisch. Das waren zu viele. Wenn ich die nicht schnell alle wegkriege, wird es hier gleich eine Monsterparty. Oh mein Gott. Aber wir können jetzt jederzeit wieder den Wechsel forcieren. Aber wir sind noch nicht mal durch. Oh Gott, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Er hat zum Glück mehr Energie, er hat zum Glück mehr Energie. Ah, Junge.
Nee! Und letzter Wechsel. Nee, ist noch nicht mal der letzte. Oh Gott, das haut nicht hin. Das ist zu viel. Das ist viel zu viel. Ich darf aber jetzt nicht den Wechsel forcieren, weil dann wechsle ich gezwungen gleich nochmal zurück. Okay, Wechsel. Huh! Und ich habe meine roten Herzen wieder. Eieieiei, aber der andere ist fast tot. Der andere ist einfach fast tot. Deswegen Between Life and Death. Ich verstehe schon diese Art. Ja, oh mein Gott! Weil er halt immer zu dem zurückwechselt, der praktisch schon fast tot ist. Weil der halt seine Energie nicht zurückkriegt. Weil der ja nur blaue Herzen hat. Oh, nee. Ich hoffe, der andere kann zumindest HP-Ups einsammeln. Das müssen wir gleich mal testen, wenn wir jetzt tot sein sollten. Irgendwie gleich. Müssen wir gleich mal testen, ob der andere HP-Ups einsammeln kann oder nicht. Ach, Scheißdreck. Oh Gott. Also wenn jetzt hier ein HP-Up ist, hier ist kein HP, hier sind die dummen Augentropfen. Die will ich nicht. Geh weg. Wenn jetzt hier ein HP-Up ist, will ich erstmal kurz... Okay. Kein HP-Up. Jetzt kann ich hier eh nichts machen. Ach, Scheiße. Ich muss wissen, ob er Herzen kriegen kann. Dieser Wechsel. In dem Moment bist du so... Scheiße. Jetzt fängt es wieder an, dass es zu viel wird. Jetzt geht es wieder los, dass es zu schnell zu viel wird. Ja, wobei wir kriegen es noch weg. Wir kriegen es noch weg. Wir kriegen es noch aufgeräumt. Gerade so. Wechsel. Nur ein paar Spinnen sind dazu gekommen. Das ist nicht viel. Das ist okay. Damit kann man arbeiten. Nein, jetzt hat der getroffen, Mann. Scheiße. Der darf halt nicht, der darf nicht getroffen werden. Der, oh, ja, weil jetzt, wenn jetzt ist jedes Mal beim Wechsel, habe ich nur noch ein halbes Herz. Das ist ganz ungünstig. Und ich kann ihn halt nicht aufladen. Ich könnte ihn nur mit blauen Herzen... Der ist wie Blue Baby. Ich könnte ihn nur mit blauen Herzen wahrscheinlich aufladen. Ja, das war's. Da komme ich nicht mehr raus. Ja. Wir müssen jetzt erstmal testen. Ich muss jetzt mal so lange resetten, bis wir ein HP-Up da unten haben. Alles klar. Ob der Kollege HP-Ups einsammeln kann. Okay. Okay, er kann HP-Ups bekommen. Das ist sehr gut. Weil das heißt, ich kann ihn doch auch aufladen. Okay, das ist sehr gut und wichtig. So. Ich bin neugierig auf den Itemraum. Von was habe ich jetzt Damage bekommen? Ich habe doch gar kein Geld. Lol, hatte ich... Nein, das geht zurück. Das ist nur für den Raum, ne? Ah. Und er hat das jetzt gar nicht mehr. Er hat dies... Oh, Junge, Junge, Junge. Stimmt, der hat das Space-Item dann gar nicht. Oh Gott. Er hat es jetzt wieder. Er könnte jetzt praktisch hier sagen, hier, ich nutze die Münze, die der andere eingesammelt hat und mache damit meinen Schaden größer. Null. Aber dann, das ist halt dann nur temporär, ne? Das verliert man halt wieder.
Aber ich müsste es fast machen, ich komme sonst hier nicht raus. Ja, never mind. Oh mein Gott. Ich bin nicht motiviert. Für diese Art von Runden. Ich glaube, den lassen wir erstmal aus. Ich glaube, den lassen wir erstmal aus hier im Greed Mode. Das ist nicht, was ich bestellt habe. Das ist nicht, was ich bestellt habe. Oh, Himmel, hilf. Also man müsste die wirklich gleichmäßig versuchen. Oh Gott, das ist... Nee, das ist... Oh, nee. Ich komme halt wieder nicht mal über die ersten Phasen. Ich komme nicht drüber. Ja. Besiegt die nicht schnell genug? Alter, das ist zu viel. Im Normalfall ist der Wechsel ja super gut. Na, dass du den jederzeit, also dass du diesen Q-Dings da unten hast. Aber hier ist es halt Schwachsinn, weil du nutzt für eine Phase dann kurz wieder den anderen und in der nächsten Phase ist er direkt wieder da. Das ist so... Ah, ich muss die super gleichmäßig aufteilen. Zum Glück ist gerade noch nicht so viel los. Yikes! Oh, der schießt schnell, ne? Aber er hat noch gar keinen Schaden bekommen. Lazarus 2. Ja, aber er halt. Lazarus 1. Wie heißen die? Die heißen ja nicht Jakob und Esau. Also, was haben die für Namen? Das ist eigentlich beides Lazarus, ne? Lazarus 1 und Lazarus 2, lul. Ah, Mensch! Ich meine, jetzt könnte ich wechseln, im Sinne von, ist mir zu kritisch. Und er macht halt schön Schaden, das ist das Schöne. Er kann gut Schaden machen. Er räumt gut auf. Jetzt ist der andere sozusagen der gleich tot ist. Es ist so kritisch. Was tun wir hier, Mann? Jetzt kommen wir zumindest mal in den Itemraum. Aber jetzt wechseln wir nicht. Ja, wer kriegt jetzt das Item?
Er kriegt jetzt das Item. Ich kann gar nicht wechseln. Ich muss ihm jetzt das Item praktisch geben. Damit wird er krasser und der andere hat immer noch nichts. Aber ich wechsle jetzt zum anderen, wenn ich kämpfe und ich kann nicht zurückwechseln. Oh nein. Ich kann nicht zurückwechseln. Ich krieg den nicht rein. Ich krieg den nicht geflippt jetzt. Ach, das ist doch scheiße. Ja, geil. Also ich meine, gut, ich muss nur 12 Minuten, Sekunden durchhalten. Dann wird gewechselt und dann bleiben wir in dem Kampf. Dann bleiben wir mit dem anderen in dem Kampf. Das ist ja eigentlich sogar okay. Bedeutet aber, dass er eigentlich dann den Satan-Kampf... Er bekommt den Satan... Er bekommt den Satan-Kampf. Ja, nice. Also nicht. Scheiße. Ich wollte mich nicht selber sprengen. Ich wollte die Gegner sprengen. Ach, nee, Mann! Mist, jetzt hat er auch so viel Schaden gesnackt. Nicht gut. Nicht gut, ey. Wenn ich jetzt hier drauf gehe... Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich habe eine Idee. Er bekommt jetzt erstmal den hier. Und dann gehen wir hier rein. Und meistens ist da ja nochmal ein Kampf. Genau, und wenn der Kampf beendet ist, dann wird nochmal zurückgewechselt. Genau. Jetzt kann er sich oben das Herz holen im Shop. Und wenn wir auf den Satan-Deal-Kampf gehen, dann kommt der andere zum Kampf. Jetzt kann er sich das Herz hier oben einsammeln. So. Und jetzt geht der andere in den Satan-Kampf rein. Der, den ich jetzt bisher krasser gemacht habe. Mit dem ich auch kämpfen möchte. Weil der Bombeneffekt ist super gut. Der Bombeneffekt wird so böse Gegner aufräumen. Zwar auch mich, wenn ich mehr Pech habe, aber an sich räumt der echt gut Gegner auf. Gerade wenn es halt viele Gegner sind und die dann einfach so einen kompletten Raumschaden bekommen. Weil das ist ja wirklich ein Damage Everyone in the Room. Ich weiß, das war super ausgesprochen. In the Room. So. Okay, jetzt ist noch der Unsichtbare da. Sehr schön. So. Puh. Wir haben nichts. Ah, doch! Hätte jetzt komplett... Manchmal hasse ich einfach mein Leben. Als hätte ich komplett verdrängt, dass ich ja hier noch mit Bomben antantieren kann. Ja, toll. Aber so können wir den Geheimhalt... Hier ist er nicht. Jetzt können wir immer den Geheimraum noch mitnehmen. Das ist eigentlich echt ein cooles Item. Das ist ein super cooles Item. Ich weiß gar nicht, warum das Uno heißt. Ja gut, wahrscheinlich... Ja, doch, ich weiß, warum es Uno heißt. Das hat nichts damit zu tun, dass es schlecht ist. Das ist ein voll starkes Item. Du hast einfach unendlich Bomben. Wer will das nicht? Komm, gib mir ein Qual. Oh mein Gott. Gib mir ein Qual Space da oben. Schade. Gib mir Geld. Och, nix kriege ich. Ey, der wird doch nicht im Stachelraum sein, der Geheimraum. Das wäre frech. Der wird doch nicht im Stachelraum sein. Ernsthaft? Okay, er könnte noch da unten sein. Er könnte noch hier sein. Sonst ist er echt im Stachelraum. Okay. Wow. Aber hey, es ist ein halbes Herz. Halbes Herz ist halbes Herz. So, der andere hat halt nichts. Der andere hat halt einfach nichts. Das ist schon belastend, ne?
Da müsste ich jetzt fast überlegen, ob ich... Nee, deshalb Herb kriegt... Nee, deshalb Herb kriegt er, weil der andere hat ja drei Herzen schon. Jetzt haben alle drei Herzen. Beide haben jetzt drei Herzen, das ist gut. Batterie-Item ist auch gut. Ich kann halt jetzt noch nicht wechseln. Wenn ich an die... Wenn ich an die Truhe rankäme, ohne getroffen... Aber wenn ich getroffen werde, dann ist da unten... Ja, ich wollte gerade sagen. Dann ist da unten zumindest das Herz, was ich zurückkriege. Yikes. So, jetzt versuchen wir mal hier noch ein bisschen gleich Kohle zu erhaschen. Dass wir den Schlüssel kriegen. Nice. Ich will nur nicht resetten. Weil ich will das Batterie-Item nicht wegresetten. Yes. Okay, der Schlüssel ist unser. Ja. So, und jetzt setzen wir auf jeden Fall noch die Bombe, bevor wir hier drauflaufen. Damit die direkt Schaden macht, genau. Dass er hier möglichst schnell... Also ich muss darauf hoffen, dass wenn er dran ist, dass wir schön Bomben setzen, dann aufgeräumt wird und dass dann der andere nicht viel zu tun hat im Moment. Dass er halt überlebt. Weil er hat, er kann halt aktuell nix. Er kann halt aktuell einfach gar nix. Die Frage ist, will ich mich darauf verlassen, mit ihm nix zu können? Und immer nur auf den Wechsel zu hoffen. Das ist wahrscheinlich nicht die beste Strategie. Bombe. Nein, nicht gut von ihm getroffen zu werden. Ihn brauche ich ganz dringend. Er darf auf keinen Fall draufgehen. Wow. Das war jetzt sehr gut. Das war sehr gut, dass die hier an der Wand sich verabschiedet haben. So, ich glaube, jetzt kommt der letzte weg. Nee, ein Wechsel kommt noch. Sehr schön. Noch eine Bombe, noch eine Bombe, noch eine Bombe vom Wechsel. Noch eine Bombe. Noch eine Bombe. Ach Mist, das kommt jetzt noch alles? Okay. Ein paar Knochenheinis. Ah! Ich könnte den Wechsel jetzt forcieren, aber dann muss ich im Boss wieder gegen den anderen kämpfen. Das ist dann dumm, das will ich ja nicht. Ich muss jetzt mit dem das schaffen, aber das ist eigentlich jetzt nicht schwierig. Darf halt nur nicht getroffen werden. Sehr schön. Aber ich muss den auch krasser machen. Wenn ich beide so einigermaßen habe, dass ich bei beiden sage, es ist gut, wenn sie drankommen, dann wäre es eigentlich gut. Dann wäre es eine gute Situation. Ja? Wenn beide eine coole Sache haben, wo ich sage, okay, mit dem einen kämpfen ist cool, mit dem anderen kämpfen ist cool, dann wäre das nur nice. So. Der andere ist momentan ja recht gut drauf mit dem ganzen Zeug, was er hat, ne? Jetzt kaufen wir auf jeden Fall den Schlüssel und die Batterie. Wer die Batterie kriegt, müsste doch egal sein. Das Flip zählt doch für beide. Oh nein, wahrscheinlich zählt das Flip dann auch wieder nur für einen. Aber wir kaufen trotzdem auf jeden Fall die Batterie. Wobei, kaufen wir die Batterie jetzt? Nee, jetzt kaufen wir die Batterie noch nicht. Halt, stopp, wir waren schon in dem Ding. Wir kaufen jetzt erstmal Herzen, dass wir hier überleben. So ein Ding ist das. Die Batterie kann man nachher immer noch kaufen. Okay. Oh nein, das...
Aber die zweite Bossphase muss jetzt der andere kämpfen, ne? Shit. Ne, das ist nicht gut. Ich muss wechseln. Das ist auch nicht gut. Das ist gut. Du kommst ja nicht hoch. Du kommst nicht an mich ran. Nein! Okay. Reicht erstmal mit den Charakteren. Das wird super interessant. Ich glaube, die überspringe ich erstmal. Ich bin ganz ehrlich. Das werden viele Videos. Das werden viele Videos. Bis wir da was reißen, ich will die erstmal überspringen. Bin ich ganz ehrlich. Danke fürs... Also, vielleicht überlege ich es mir noch. Ne? Also, kann sein, dass ich im nächsten Part nochmal einen Versuch wage. Vielleicht einen Versuch können wir uns schon auch trauen. Aber ich deute schon mal an, dass ich vermutlich die überspringe erstmal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.